Aber ich musste zu meinem Deck sagen, das ist wirklich ein echt nices Deck. Kostet zwar relativ viel, aber den Nutzen zieht man halt in der Overtime aus dem Deck, weil dann kann man den Gegner halt komplett überrennen. Also, wir können natürlich das Deck hier gerne mal ausprobieren. Kann man vielleicht noch ein bisschen anpassen, aber hier, vor allem diese Kombination, habt ihr ja gesehen, war ganz gut. Und auch hier Golem und drei Musketiere. Wenn die mal zum Turm durchkommen, dann razert man da wirklich schon ordentlich weg. Hallöchen Leute, Moin. es ist mal wieder Sonntag, das heißt, ich nehme mal wieder mit dem Meitel die Epic Sunday Challenge auf. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt gerade Glück habe oder nicht, aber an sich sind die Karten nicht hier drin, aber da kann ich mir so ein Deck vorstellen. Leider habe ich keine legendäre Karte drin, sonst hätten wir da noch ein extra Video zugemacht, aber ich werde einfach mal sagen, ich probiere jetzt mal irgendein Deck mit zusammenzustellen. Ich verrate Malte mal nicht, was ich hier so habe, denn ich denke mal, mit diesen beiden Karten hier, die ich so drin habe, einmal hier die, ne? Und dann der hier, ne? Kann man was ganz Gutes zusammenstellen. Ich würde einfach mal sagen, ich teste da mein Deck aus und dann springen wir mal direkt in einen Fight. So, mein Deck ist wirklich echt teuer. Ich habe hier Karten mit drin, die wirklich auch in meinem ja, letzten Video vertreten waren mit dem teuersten Deck hier in CR. Und deswegen muss ich mal gucken. Ich habe jetzt hier den Elixier-Kollektor noch mit drin und dann noch hier diese Karte, um einfach mal Lufttrupp noch so ein wenig abzuwehren. Insgesamt kostet mein Deck jetzt Das 5, Musketier. hä? Das Musketier. Wer weiß? Wer weiß? Insgesamt kostet mein Deck jetzt 5,3 Elixier. Wie sieht's denn bei dir aus? Bei mir kostet das 3,9, komischerweise. 3,9. Oha, okay. Dann bin ich mal gespannt, wie das gleich ausgehen wird. Ich würde einfach mal sagen, Leute, wir springen in einen Fight. Let's go. So, erster Fight beginnt jetzt direkt. Ich denke mal, meine Stärke an dem Deck wird, denke ich mal, erst in der Overtime irgendwie sichtbar werden. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie ich damit umgehen kann. Okay, das ist Oh ein mein Gott! richtig guter Freeze. Ganz knapp am Ende noch gesetzt. Der Hawkeye hat jetzt da ganz gute Hits bekommen. Wie gesagt, ich denke mal, mein Deck wird sich erst am Ende zeigen, dass ich da nochmal irgendwas mitreißen kann. Und ansonsten müssen wir jetzt erstmal gucken, wie ich so hier über die Zeit komme. Ihr seht jetzt gerade, was ich hier unten für Karten drin habe. Es ist echt brutal. Und jetzt ist es vielleicht sogar ganz gut, dass du gerade dein Fireball Ach eingesetzt du hast. Scheiße! Okay, ich habe ein Problem. Bitte kleines aber nur. Bitte kleines. So, zack. Lol, dein Ernst? Ja. Das könnte jetzt ein bisschen kritisch für Malte Ein werden. bisschen, ein bisschen. Ich habe ein großes. Okay, mein Turm ist weg. Okay, der Turm ist weg. Der ist definitiv weg. Pass auf, nicht, dass ich noch Okay. deinen anderen Turm weghole, Ja, ne? das. Ich habe gerade nichts zum dagegen setzen. Das ist echt Kacke. Ja. Ja. Komm schon, Elixier, komm, LOL. nein! Den ersten Push, den Turm weggeholt, Alter. Alter! Okay, das war jetzt krass. Alles klar. Ich würde dann einfach mal sagen, Malte stellt dann einfach mal sein Deck ein bisschen um und dann springen wir direkt in den nächsten Fight. Okay, zweite Runde, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe eine kleine Kleinigkeit an meinem. Das war jetzt wunderbar. Ich habe eine Kleinigkeit an meinem Deck verändert. Ich bin jetzt mal gespannt, ob mir das irgendwas bringen wird. Ich glaube aber mal eher nicht, weil Okay, du kommst da ich direkt will. schon mal mit Lakaien. Da habe ich was ganz Gutes gegeben, und zwar die Wow, Fire Lakaien, Spirits. wow. So, zack. Okay, ein Inferno. Ja, stimmt, der könnte eigentlich ganz gut sein. Auf jeden Fall. Da muss ich mal gucken, wie ich LOL! den am besten besiegen kann. Das Okay, war da gerade kommen wieder, auch was ich noch getan habe. Barbaren. Dann mache ich das mal so. Ich habe ja auch Barbaren mit dabei. Und jetzt müssen wir mal Ja. gucken. Hä, warum sind deine so am Razern? Das frage ich mich auch gerade, was ist da los? Ah, Okay. wobei, okay. So, der Inferno rostet da jetzt gerade mein Golem. War ziemlich Aber wir kriegen rabiat. trotzdem noch. Kommt. Ah, okay, er kommt, glaube ich, nicht Nee, mehr zum der kommt Turm, nicht oder? durch. Naja, Niemals im egal, dann Leben. gucken wir jetzt mal. LOL, dein Ernst. Dein Motherfucking Ernst. Dein Motherfucking Ernst. Okay, so, komm, Fire Spirits, sehr schön. Komm Guten schon! Job Ich kratze den gemacht. Königsturm mit an. Ich bin so ein Vogel. Ich bin so ein Vogel. Du Opfer, Alter. Komm schon, fokus doch den Giant Skeleton, komm schon. Ah, egal, wir kommen trotzdem zum Turm durch. Oh, lol, der war gut, der Ja, Poison das Spell. Problem ist, dass, ja. Ja, der macht den Das Turm. macht jetzt Bumm. Das macht jetzt Bumm. Okay, Bumm. der Turm ist auch so. Ja, Nee, ist okay, er das macht nicht. jetzt Bumm. Bumm.
Das macht jetzt Punkt. Wow! So, und ich habe ja auch noch einen kleinen Vorteil, dadurch, dass ich, dass du meinen Königsturm noch geweckt hast. War natürlich sehr gut. Das war mega, Alter, Premium. So, okay, Overtime, das ist meine Zeit. Ich. So, zack, weg, never come back. Never come back, kennen wir schon. Okay, es war wieder ein schöner Freeze, der war ganz gut. Haben wir einfach mal wieder das kleine Skeleton-Tierchen nein. davor. Nein, ich hab nichts da. Oh Gott, komm zu mir, komm zu mir. Oh. Alles nein. klar. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, lol. Na, schade, er ist nicht mehr zum Turm gekommen. Mist, aber die Barbaren kriegen noch ein paar Hits, das ist ganz schön. Machen wir es erstmal so. Ich farm erstmal ein bisschen Elixier und trage das mal über die Zeit hinweg. So, komm, Golem, tank die Sache mal weg, bitte. Okay, Leute, er kam ein bisschen zu spät. Nein. Oh, schön, die Fire Spirits haben noch da. Alles klar, Malte, alles klar. Okay, war aber noch ganz knapp, war aber noch relativ knapp. Gut, Game. Ich wollte gerade meine drei Musketiere setzen, dann... Was ist denn, hat jemand angefangen mit Cash Games? Ja, Leute, ich würde einfach mal sagen, wir machen direkt nochmal einen kleinen Abschlussfight. Vielleicht hat Malte jetzt noch eine Chance, dann gebe ich ihm noch eine Runde, dann machen wir vielleicht 4 Runden heute. Aber vielleicht nochmal einen kleinen Ehrenpunkt, ich habe ja jetzt schon 2 von 2 Runden gewonnen. Vielleicht kann er sein Deck noch ein bisschen irgendwie anpassen. Mhm. Und ich würde mal sagen, wir springen direkt in den nächsten und letzten Fight. Aber ich musste zu meinem Deck sagen, das ist wirklich ein echt nices Deck. Kostet zwar relativ viel, aber den Nutzen zieht man halt in der Overtime aus dem Deck, weil dann kann man den Gegner halt komplett überrennen. Also wir können natürlich das Deck hier gerne mal ausprobieren. Kann man vielleicht noch ein bisschen anpassen, aber hier... Vor allem diese Kombination, habt ihr ja gesehen, war ganz gut. Und auch hier Golem und 3 Musketiere. Wenn die mal zum Turm durchkommen, dann razert man da wirklich schon ordentlich weg. Letzte Runde für heute. Malte kann jetzt noch hier einen kleinen Ehrenpunkt holen. Und ich habe leider diesmal zu Anfang nicht meinen Elixier-Kollektor. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen für dich, Malte. Nee. Weil ich dir ja sonst zu Anfang mal setzen konnte. Okay, machen wir es mal so. Und jetzt setzen wir erstmal kurz hier meinen Elixier-Kollektor. Und komm schon, hol doch mal die Lakaien da weg. Ah, okay, doch, der. Den haben wir nochmal, oder die haben wir nochmal schön weggeholt. Und jetzt warten wir erstmal ein bisschen, was du da so machst. Komm schon, und zack, zack. Weg, never come back. Nein, ja, oh. Nein, ja, oh. Nein, ja, oh. Ah, okay. Der war gut. So, jetzt kommst du da wieder mit Barbaren an. Da habe ich aber auch einen schönen Fireball gegen. Das heißt, wie du mir, so ich dir mit... Oh, okay. Wie du mir, so ich Wenn dir. Wenn du jetzt einen Freeze hast, dann habe ich ein Problem. Aber ich habe ja meine Fire Spirits. Nein, du Arsch. Die haben einen ganz guten Job gemacht, auf jeden Fall. Das war ganz schön gerade. So, aber wie gesagt, mein Vorteil kann ich ja aus diesem Deck erst in der Overtime ziehen oder in der Double Elixir Time. Wenn es hier mal wirklich richtig zur Sache geht. So, zack. Eben kurz die Barbaren aufs Spielfeld gesetzt. Okay, der Drache dürfte jetzt relativ guten Schaden machen. Mhm. Vielleicht haben wir da mal an der Stelle einen Fireball drauf. Das war schön, dass du da Fireball drauf haust. Ja, stimmt. Den hätte ich vielleicht aufheben sollen. Aber wir kriegen das trotzdem noch hin. So, meine Fire Spirits kommt schon. Auch sehr schön. Auch, das war schön. Ganz guten Schaden gemacht. So, nochmal einen Elixier-Kollektor. Und jetzt warten wir es mal ab. Ich denke mal, gleich wird dann... irgendwie wieder die Minion-Horde kommen oder deine Barbaren auf der Seite. Komm schon, ich will meine noch davor bekommen. Okay, die machen jetzt zwar ein bisschen Schaden, aber das dürfte ich noch kontern können. Lol. Sehr schön, sehr schön. Dann machen wir es mal so. Und jetzt halten wir mal kurz das hier bereit. Na komm, ich warte jetzt gerade. Genau, auf die habe ich gewartet. Es wird ein schöner Fireball. Und ich will gleich mal gucken, vielleicht können wir gleich schon mal einen kleinen Push hier starten. Wir haben ja hier gerade den Golem ready. Und dann bauen wir mal hier unser Deck nach und nach auf. So, okay. Drachen im Rage! Okay, gerade leckt es irgendwie bei mir. Keine Ahnung warum. Okay, das war ein schöner Fireball. Machen wir es mal so. Jetzt Tank. Jetzt habe ich da wirklich 2 starke Tank-Einheiten davor.
plus meine drei Musketiere und die Bogenschützen im Backup. Und ich glaube, das wird jetzt ein bisschen kritisch für dich, Malte. Mach es mal so. LOL! Okay. Oh mein Gott. Ich glaube, der Turm müsste weg sein. Wenn das Riesensled gleich explodiert, die Barbaren kriegen auch noch ein paar Hits. Und komm schon, zack. Da holt er mit der letzten Bombe den Turm weg. Und das sind 30 hintereinander. Tut mir echt leid, Malte. Aber ich hatte diesmal echt Glück mit meinem Apex Thunder Deck. Kann ich, wie gesagt, wirklich euch nur empfehlen. Vielleicht könnt ihr es ja auch mal austesten. Hat auf jeden Fall... Oder ich hatte auf jeden Fall diesmal ein bisschen mehr Glück. Letzte Epic Sunday Challenge oder am letzten Sonntag hast du mich ja abgezogen. Mhm. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst eine Bewertung da und checkt auf jeden Fall mal meine sozialen Medien ab. Twitter, Instagram, alles ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao.